Hey Leute, ich bin Anna, Reporterin bei Salon 5. Am 15. Mai finden die Landtagswahlen in NRW statt. Deswegen treffen wir für euch die SpitzenkandidatInnen der Partei. Los geht's mit Mona Neubauer. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Wir machen zu Beginn einen kleinen Gen-Z-Test. Deswegen meine Frage an Sie, wissen Sie, was ein Meme ist? Die Verhornepiepelung von Fotos, um sie in eine Sprache zu übersetzen, die ihnen entweder die Schärfe nimmt oder die Ernsthaftigkeit oder ganz lustigen Sachen auch eine Ernsthaftigkeit aufsetzt. Korrekt. Haben Sie ein Lieblingsmeme? Ich glaube, mich amüsiert ganz gut alles, was mit den Werten und Personen aus so einer anderen Welt, die glaubt, der Status quo der 50er ist der zu erhalten ist. Und dafür gibt es ja ausreichend Vertreterinnen und Vertreter in Wirtschaft und Gesellschaft und Politik. Das stimmt. Ich habe Ihnen auch mal eins mitgebracht zum Einstieg. Was halten Sie davon? Ich halte davon, dass es was beschreibt, dass wir als Grüne an einer Welt mit klimaneutralem Fliegen arbeiten wollen. Weil gerade klar ist, diese Gesellschaft ist weltweit so mobil und eine Welt ohne Fliegen, glaube ich, einfach nicht vorstellbar. Deswegen wird es darauf ankommen, zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass wir es erstens klimaneutral gestalten und zweitens, finde ich aber auch immer einen wichtigen Aspekt, so dass die, die im Umfeld von Flughäfen zum Beispiel wohnen, nicht von Lärm belästigt werden. Ja. Finden Sie die Vereinbarkeit von Preis und Fliegen schwierig? Das muss sich ändern, würde ich sagen. Also es muss den echten Preis ausdrücken, das Ticket. Also steuerlich zu subventionieren, dass über Flugverkehr die Umwelt belastet wird und wir damit den Rest der Welt auch mit den Folgewirkungen konfrontieren, das kann ja nicht so bleiben, sondern da muss ein echter Preis dazu und das bedeutet, dass Fliegen teurer werden wird. Ja. Also ein echter Realitätsschock, der da stattfinden muss. Naja, nach dem Verursacherprinzip, so nennen wir das, also die Folgekosten, die entstehen bei Verkehrsmaßnahmen, also beim Fliegen zum Beispiel, dass wir sagen, das muss sich auch im Preis ausdrücken. Ich habe noch nie so getan, als hätte ich keinen Empfang, um mein Telefonat zu beenden. Sehr gut. Wie würde sich der Alltag für SchülerInnen ändern, wenn die Grünen die stärkste Kraft im Landtag werden? Wir würden die Frage von Geldbeutel der Eltern, von wo wohne ich genau, nicht mehr zum entscheidenden Kriterium machen, ob junge Menschen das ausleben können, was sie ausleben wollen, also den Start in ein gelungenes Erwachsenenleben. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir investieren würden, also erstens in die Gebäude, zweitens aber natürlich auch in ausreichend Lehrkräfte, die auf dem Stand der Zeit ausgebildet sind. Und wir würden den Schülerinnen und Schülern als eine logische Konsequenz aus einer digitalisierten Welt mobile Endgeräte zur Verfügung stellen. Also würden Sie gern die Schulen sanieren wollen, digitalisieren wollen und die Lehrkräfte fortbilden. Korrekt? Korrekt. Was sagen Sie zum Thema Lehrpläne? Sind die überholt? Müssen die neu gemacht werden? Naja, ich glaube, heutzutage ist ja die Situation folgende, dass junge Menschen zur Schule gehen und ehrlicherweise gar nicht wissen, welche Berufe eigentlich wird es geben, wenn ich fertig bin mit der Schule. Eltern wissen das auch nicht. Und wir haben aber immer noch ein Schulsystem und auch Lehrpläne, die irgendwie so tun, als wäre da nicht eine Herausforderung. Ja. Deswegen glaube ich, brauchen wir Lehrpläne, die dem 21. Jahrhundert passen. Also zum Beispiel die Frage, was ist eine Sache, die wir an Schule viel zu wenig machen, dass wir die Potenziale und die Kreativität von den Menschen wirklich so zusammenführen, dass sie mit dieser Kreativität was anfangen können, dass sie sozialen Zusammenhalt auch lernen, dass sie sozusagen diese Zeit des Gebildetwerdens eher in einem Coaching-Prozess erleben. Also ich sage mal, dass Lehrerinnen und Lehrer viel, viel stärker Begleiter des Lernens von Schülerinnen und Schülern werden und weniger Vortragende in der Sache. Also mehr Individualisierung in der Schule und Förderung von den einzelnen. Ich glaube ja, richtig. Also auf alle Fälle die individuellen Bedarfe bedienen, aber die große Herausforderung wird ja sein, dass wir trotzdem die Solidarität zueinander und miteinander erhöhen. Also dass wir auch verstehen, wenn wir das alle ganz alleine machen, dann kann daraus auch werden, dass es ganz viele Ellbogen gibt am Ende. Ja. Aber Ellbogen tun der Gesellschaft ja nicht gut und deswegen braucht es dieses Erleben von gemeinsamen Werten, dieses kreative Arbeiten, auch von Dingen, wo man heute denkt, was hat das eigentlich in einem Schulunterricht zu tun? Ja? Also gemeinschaftlich sich zum Beispiel einzusetzen für das
Umfeld der Schule, für Naturschutz, für Klimaschutz, sowas zu unterstützen, sowas auch Techniken zu vermitteln. Wie geht das eigentlich, sich demokratisch einzumischen? Ja. Das, glaube ich, sind Dinge, die eine Rolle spielen. Ich habe noch nie an einer Black Lives Matter Demo teilgenommen. An mehreren schon. In ihrem Parteiprogramm beklagen sie, dass Diskriminierung und Rassismus immer noch auf den Schulhöfen ein Problem ist. Dabei lernen SchülerInnen im Geschichtsunterricht noch nicht wirklich viel über die Kolonialgeschichte. Den Völkermord an den Herero und den Nama ist ein rotes Tuch quasi. Und Denker, die unter anderem die Rassentheorie mitbegründet haben, sind immer noch Teil des Lehrplans. Wie wollen sie dieses Problem beheben? Naja, erstens, dass wir das Problem wirklich als das benennen, was es ist, ein Problem. Und dass wir dann aber nicht dabei bleiben zu sagen, das ist ja wirklich furchtbar, dass wir uns damit nicht auseinandergesetzt haben, sondern so wie es ja zum Beispiel in ganz vielen Orten in NRW schon gute Initiativen gibt, die umsetzen, dass zum Beispiel Umbenennungen von Straßen stattfinden, dass einfach ein Bewusstsein der deutschen Geschichte erweitert wird auf unsere Geschichte der Kolonialisierung. Und deswegen, glaube ich, geht es darum, diese Verantwortung für Geschichte. Niemand, der jetzt am Leben ist, kann was dafür, dass in der Vorvergangenheit die Dinge so schrecklich waren, wie sie in der deutschen Geschichte waren. Aber wir stehen in der Verantwortung, auch wenn ich das so pathetisch sagen darf, als Bürgerinnen und Bürgerpflicht, daraus sozusagen zu verstehen, was wir tun müssen, damit es in Zukunft nicht wieder dazu kommt. Würden Sie dieses Thema nur im Geschichtsunterricht aufgreifen oder auch in solchen Fachen wie Sozialwissenschaften, Politik und ab welcher Klasse muss man sowas denn aufgreifen? Also wir haben zum Beispiel mit dem Thema Nationalsozialismus sehr früh angefangen, in der 6. Klasse, dann wieder in der 7., vor allem mit Büchern wie Die Welle, Der Junge im gestreiften Pyjama, solche Sachen. Wie könnte man das zum Beispiel bei dem Thema Kolonialgeschichte machen? Wann würde man damit anfangen? Naja, erstmal glaube ich, gibt es zwei Dinge. Das eine ist die wirkliche Erinnerungsarbeit und sozusagen die politische Bildung. Deswegen muss auch das Fach Sozialwissenschaften erhalten bleiben. So, ja. Es ist wichtig, dass wir aufklären, dass wir informieren, damit wir mündige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger begleiten können auf dem Weg, dann irgendwann Wahlrecht wahrnehmen zu können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich glaube, das ist nicht monothematisch im Geschichtsunterricht anzusiedeln, sondern ganz im Gegenteil. Das ist natürlich, Sie haben es gerade selber gesagt, im Deutschunterricht, im Kunstunterricht, ja, also in den vermeintlichen Fächern, wo es ganz viel um wie Gesellschaftspolitik eigentlich oder wie Gesellschaft funktionieren kann, welche Einflüsse eine freie Gesellschaft, eine selbstbestimmte Gesellschaft beeinflussen, das da drin mit aufzunehmen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, mit der tatsächlichen Information und Aufklärung sollte man früh beginnen, aber womit man sehr, sehr früh beginnen kann, ist doch das zu nutzen, was in allen ganz kleinen Kindern zum Beispiel drinsteckt. Dass die überhaupt nicht drauf achten, welche Hautfarbe hat mein Kita-Kumpel, woran glaubt meine Freundin aus der Kita, sondern die einfach als Menschen sich begegnen. Und deswegen glaube ich, das, was da ist an Toleranz, an Gutem im Menschen, das zu stärken und darüber, über die Begegnung von ganz unterschiedlichen, dabei zu helfen, dass wir diese Vielfalt wirklich als eine Stärke unserer Gesellschaft ausleben können. Sie haben gerade Kinderbildung angesprochen, vor allem im jungen Alter. Finden Sie, ist es richtig, dann bestimmte Wörter aus Büchern wie Pippi Langstrumpf und so wegzustreichen? Oder finden Sie, das ist Teil der Aufklärung dann quasi, dass dann die Kinder kommen und sagen, Papa, sag mal, was bedeutet das eigentlich? Erklär mir das. Oder finden Sie, dass wir dann präventiv quasi sowas wegtun sollten, dass die Kinder damit mehr konfrontiert werden im Alter, wo sie es besser verstehen können? Also ich glaube, das kann man ja nicht nur auf Kinder und Kinderbücher beschränken. Sondern was wir machen müssen, ist ein sensibler Umgang mit auch Auswirkungen von Sprache, weil Sprache diskriminierend auf viele wirkt. Und dem was entgegenzusetzen, also alle zu informieren und aufzuklären, ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich immer sagen will, man muss das im Einzelfall bewerten, aber im Grundsatz wäre ich dafür, die Einordnung zu vollziehen, also zu erklären, woher kommt das und sozusagen, ne, und in welchem Zusammenhang steht das. Jetzt glaube ich, wenn man Pippi Langstrumpf einer Vierjährigen vorliest, was ich selber regelmäßig getan habe, ist es schwierig, der zu erklären, was jetzt sozusagen der gesellschaftspolitische und zeitgeschichtliche Konflikt ist, aber zu erklären, dass es sozusagen keine Rolle, also dass sozusagen das irrelevant ist. Irrelevant ist, das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt, ja. Ich habe noch nie Globuli genommen.
Sehr gut. Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Monaten enorm vor allem unter der pandemischen Situation gelegen. Sie konnten ihre Freunde nicht treffen, sie waren viel zu Hause, vor allem halt, um auch ihre Großeltern und Familienangehörige zu schützen. Dadurch sind auch mehr psychische Probleme bei vielen aufgetaucht. Das haben wir auch in vielen Berichten in den letzten Monaten gesehen. Und das größere Problem ist dann, dass viele Jugendliche sehr lange auf Plätze warten müssen bei einem Therapeuten. Was würden Sie dafür tun, dass es schneller geht? Na, erstmal ist die gute Nachricht, dass gerade in der neuen Bundesregierung genau dafür Maßnahmen vorgeschlagen sind, dass man einerseits anerkennt, dass es einen steigenden Bedarf gibt an Begleitung, Beratung und Therapie von jungen Menschen, also und dass vor allem da eine ganz, ganz große Lücke ist und wirklich es ja nicht zumutbar ist, auf der einen Seite den jungen Menschen zu sagen, Mensch, diese Pandemie, die nimmt euch ganz schön mit, was, wie, und aber nicht dafür zu sorgen, dass es dann auch entsprechend Angebote gibt. Das hat dann, glaube ich, sozusagen auch Stufen. Ich finde zum Beispiel, dass in Schulen die zukünftigen Schuljahre begleitet werden müssen von Menschen, die da auch mit unterstützen können, die die Schülerinnen und Schüler wieder reinholen sozusagen, die denen beistehen bei dem, was sie psychisch zu verarbeiten haben, erstens. Zweitens, aber ganz konkret, wir müssen mit den gesetzlichen und privaten Krankenkassen sprechen über die Zulassung von Praxen dafür, weil das ein Hebel ist, zu sagen, wir kriegen mehr Kinder- und Jugendpsychiater in den Markt sozusagen und können darüber was dazu beitragen, dass die Nachfrage bedient werden kann. Also Sie wollen quasi auch in den Schulen so ein bisschen diese Hemmschwelle zum Zugang auch runterfahren, dass halt Schüler auch, wenn sie jetzt sagen, keine Ahnung, wir haben viele, die haben Prüfungsangst, und das wirkt sich dann auch ganz viel auch auf deren Alltag auf. Die kommen nicht gern zur Schule, dass man vielleicht direkt schon in Schulen auch einen Ansprechpartner hat für solche Dinge. Naja, ich glaube, wir sollten halt einfach in Kauf nehmen, dass es vollkommen okay ist, von Dingen verunsichert zu sein, mit Dingen nicht klarzukommen. So. Und dass man deswegen nicht schwach ist, sondern dass man eigentlich stark ist, indem man in der Lage ist, selber sich das einzugestehen, zu sagen, so, ich brauche Hilfe. Und deswegen wird es darauf ankommen, diese Hilfe so niederschwellig wie möglich zu gestalten. Also viel mehr in Prävention stecken, viel mehr Angebote, die nicht ein Tabu ausdrücken, so wie, oh mein Gott, was, das hast du nötig, sondern das Gegenteil. Also niedrigschwellige Beratungsangebote, aber auch für den ganz konkreten Fall die Angebote der therapeutischen Unterstützung ausbauen. Ich habe noch nie eine Ausbildung gemacht, Daumen runter, okay. Leider nein. Die meisten Jugendlichen wollen ja mittlerweile nach der Schule studieren gehen und interessieren sich gar nicht für diese Ausbildungsberufe. Glauben Sie, die Ausbildung stirbt so langsam für uns aus? Ich fände das ganz furchtbar, wenn das so wäre. Und ich glaube, wir sind gut beraten, als Gesellschaft zu sagen, am Ende ist nicht nur, wenn du einen akademischen Grad erreicht hast, dein Leben eins, was sozusagen ein gelungenes sein kann. Das ist ein Erwerbsleben, wo du dir soziale Anerkennung oder gute Berufe oder einen guten Job irgendwie aussuchen kannst. Sondern klarzumachen, schon auch in der Schule anzubieten, übrigens, das wären Möglichkeiten, die du hast, wenn du jetzt den ersten Abschluss gemacht hast. Und dafür ist notwendig, nicht zu sagen, alle müssen dringend irgendwie ins Abitur und durchs Abitur und nur wer Abitur hat, hat auch eine Chance, sondern wirklich zu sagen, daran hakt es, dass wir den Bildungsaufstieg, also dass man sagt, es ist gar nicht notwendig, im ersten Schritt aufs Abitur zu kommen, sondern zu sagen, okay, und wenn jemand mit einem Abschluss an einer Realschule ist, dann ist das nicht das Ende seiner, wenn gewünschten, Selbstverwirklichung. Also wir müssen Eigeninteresse daran haben, Auszubildende zu unterstützen. Dafür braucht es günstige Wohneinheiten. Ne? Also dafür braucht es sowas wie Wohnheime für Auszubildende. Dafür braucht es Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, die gleichgesetzt sind mit dem, was zum Beispiel die Studis haben an Tickets. So. Das lässt sich ja alles realisieren. Das ist ja alles nicht ein Zustand, den man nicht ändern kann. Wir glauben, dass das dringend notwendig ist, daran was zu ändern, weil wir ganz viel hören, erstens von jungen Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt den Weg nicht schaffe, ne, dann bin ich irgendwie ein bisschen raus, das ist nicht gut. Also die für sich keine diese Angst dann nicht mehr anzukommen. Ne? So, und aber auch natürlich von ganz vielen, gerade kleineren Unternehmen, die sich voll auf den Weg machen und sagen so, ich will diese Zukunft so mitgestalten, dass wir klimaneutral produzieren, dass wir soziale Innovationen ermöglichen. Und die sagen, mir fehlen die Leute, die hier zur Ausbildung hinkommen. So. Also es geht nicht nur darum zu sagen, wie kann man aus jungen Menschen Humankapital machen, sondern es geht darum,
die Auswahlmöglichkeit für junge Menschen einfach zu vergrößern und klarzumachen, auch als Gesellschaft. Wir wollen, dass wir ganz, ganz viele haben, die in ganz unterschiedlichen Berufen, in ganz unterschiedlichen Abschlüssen jeweils, so wie sie es für sich entscheiden, den Beitrag dazu leisten, dass wir als Gesellschaft gut zusammenhalten und einen nachhaltigen Wohlstand erarbeiten können, der zukunftsweisend ist. So. Und wenn ich das noch sagen darf, so ein nachhaltiger Wohlstand, ne, der hat mehr damit zu tun, als dass das Bruttoinlandsprodukt stimmt, also dass die Zahlen stimmen. Also Wohlstand nicht mehr gekoppelt an den BIP? Naja, also dass der BIP nicht zwingend steigern muss, um den Wohlstand in der Gesellschaft zu sichern? Ich glaube, wir müssen einfach weitere Faktoren mit reinbringen. Also der Faktor, wie gesund ist eine Gesellschaft? Ja? Also psychische Gesundheit, wie viele erkranken, Burnout und sowas. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wie ist es um die Umwelt einer Gesellschaft sozusagen bestimmt, ja, also wie sauber hält diese Gesellschaft, wie sehr engagiert sie sich, was tut sie dafür, dass sie die Klimakrise abwendet, so, das sind wichtige Faktoren und Indikatoren für den Wohlstand einer Gesellschaft und der, glaube ich, muss neu berechnet werden und dafür spielt Ausbildung auch eine wichtige Rolle. Ich habe noch nie ein Versprechen gebrochen. Das ist nach unten. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, mit der Politik aufzuhören. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Nein. Daumen nach unten. Oh, Scheiße, es tut mir leid. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, mit Politik aufzuhören. Ich habe noch nie eine schlechte Prüfung in der Schule selbst unterschrieben. Wenn Sie es gemacht haben, Daumen nach oben. Sorry, Mama. Ich habe noch nie einen TikTok gedreht. Nee, habe ich noch nie. Das heißt, ich muss den Daumen nach oben machen. Jetzt habe ich es verstanden. Daumen nach unten. Wenn Sie es gemacht haben, Daumen nach oben. Aber Sie haben es nicht gemacht. Daumen nach unten. Naja, ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen, nee, das ist jetzt diffizil. Ich habe ein Video gedreht, was auf TikTok, auf dem TikTok-Kanal der Grünen NRW ausgespielt wurde. Bam. Das ist jetzt kritisch. Gibt es ein Beide. Daumen hoch zeigen. Also ein runter, ein hoch. Also so. Sehr gut. Ich habe noch nie gelogen, um nicht zu einem Termin zu müssen. Ich habe noch nie gelogen, um nicht zu einem Termin zu müssen. Ich bin hier gnadenlos ehrlich. Und wenn ich vielleicht schon mal nicht die ganze Wahrheit gesagt habe, müsste ich jetzt den Daumen nach oben machen. Ja. Oder Teile weggelassen habe, ja. Letzte Frage. Ich habe noch nie Cannabis konsumiert. Wenn ich es schon mal gemacht habe? Daumen nach oben. Ich habe es gemacht und ich will dazu sagen, dass ich finde, dass wir da dringend eine Regelung brauchen. Und zwar eine Regelung, die Minderjährige schützt. Im Moment haben wir darüber, dass Cannabiskonsum verboten ist, einfach sozusagen einen wilden Schwarzmarkt, in dem nichts dafür getan wird, dass man einen maßvollen Umgang mit einem Rauschmittel auch sozusagen erlernen kann. Ja. Und deswegen ist es wichtig und richtig, dass das in der Ampelregierung auf Bundesebene angegangen wird. Ich hoffe, dass es Verständnis dafür gibt, dass das nicht das Drängendste der gesetzlichen Regelungen ist, die jetzt in den nächsten 4 Jahren ansteht, aber dass man was dafür tut, dass man aufklärt, dass man den Gesundheitsschutz organisiert dafür, dass man die kriminellen Machenschaften sozusagen minimiert dadurch, das finde ich richtig, weil so zu tun, als würde Cannabis nicht konsumiert werden, ist ja an der Realität vorbei und deswegen glaube ich, muss ein Staat in der Lage sein, das auch gesetzlich zu regeln. Das war jetzt die letzte Frage von mir an Mona Neubauer. Wir haben sowohl über die Schule gesprochen, als auch über die pandemische Lage und wie man auch diese ganzen Dinge angehen muss. Und natürlich auch, ich habe noch nie gespielt. Schön, dass Sie hier waren. Mir hat es viel Spaß gemacht. Mir hat super viel Spaß gemacht und sollte ich nochmal eingeladen werden, trotz der zweifelhaften Performance im Verstehen der Ich habe noch nie Fragen, komme ich gerne. Danke für das Angebot und die Informationen, die ihr mit Salon 5 vor der Landtagswahl ermöglicht. Danke dir.